Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag oder auch einen wunderschönen guten Abend an alle Leute, die gerade sich gedacht haben, wow, jetzt gönne ich mir erstmal die volle Dosis von dummen und sinnlosen Content, der mich nicht weiterbringen wird im Leben. Ja, herzlichen Glückwunsch, du bist hier tatsächlich genau richtig. Nach diesem Video wirst du dich genauso krass fühlen wie dieser Typ hier. Der dachte nämlich ganz kurz, er ist Superman. Oha. Okay, Bro. Es muss immer diesen einen geben auf der Party, der einfach übertreiben muss. Es ist immer das Gleiche. Die eine Hälfte ist so ganz schüchtern, steht in der Ecke, die kennen fast keinen außer den Gastgeber, stehen nur so da mit ihrem Glas, gucken nach links, gucken nach rechts. Und die andere Hälfte macht solche Sachen mit dem Haus von dem Gastgeber. Es gibt da auch kein Mittelding mehr. Entweder komplett Eskalation oder ganz still in der Ecke. Und by the way, was ist das überhaupt für eine goofy Art Tür? Wer hat die gebaut? Das ist keine Tür, die einen Einbrecher fernhält. Naja, wie auch immer. Kommen wir mal zu den sinnvollen Dingen. Und zwar geht das hier an alle Jungs, die noch keine Freundin haben und vielleicht auch ein bisschen kleiner sind, okay? Ich gehöre auch zu den Leuten, die leider unter 1,80 sind, ja? Ja, okay. Und nein, ich bin nicht so groß, okay? Ich bin einfach nur nicht 1,80, ja? Ich sehe nicht so aus, alles klar? Naja, wie auch immer. Für alle Leute, die unter 1,80 sind und das irgendwann mal bei einem Date angesprochen wird, so dass sie eigentlich nur Typen über 1,80 datet, ich habe den perfekten Tipp für euch, wie ihr einfach cool und lässig darauf antworten könnt. Date nur Typen über 1,80. Keine Sorge, wenn das eine Frau zu dir sagt, dann ist das oft ein Test. Bleib locker und antworte frech. Zum Beispiel mit, ja, ich auch. Ja, Mann. Moment mal. Yo, chill, Bro, chill. Ich bin nicht so, okay? Ich bin nicht so. Obwohl, Spaß beiseite. Die Antwort ist schon ziemlich fresh. 50-50 Chance, ob sie euch danach lustig findet oder sich denkt, Bruder, what the fuck is going on with you, man? What the fuck? Und dann einfach aufsteht und geht. Es ist traurig, aber ich muss sagen, ich glaube, das ist der beste Tipp, den ich jemals von einem Dating-Coach gehört habe. Alles andere war absoluter Bullshit und Cringe. Und das hier ist, naja, das ist zwar ein bisschen sassy, aber ja gut, warum nicht? Also ich werde das auf jeden Fall droppen. Ich denke aber dennoch, das klappt auch nur, wenn du so ein bisschen kleiner bist als 1,80. Wenn du halt wirklich so aussiehst, ja Bruder, dann alles gut, Mann. Antworte gar nicht drauf. Steh auf und geh. Ich saß letztens so in der U-Bahn-Station in Duisburg und wollte einfach mal so in der Nacht um 2 die U-Bahn-Station genießen. Ich meine, was gibt es denn Besseres und Schöneres auf der Welt? Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen A, einer sonnigen Wiese, irgendwo und nirgendwo, mit einem tollen Ausblick, im Hintergrund zwitschern die Vögel und es rauscht einfach nur der Wind zwischen die Gräser und die Blätter von den Bäumen, oder B, in der U-Bahn-Station in Duisburg zu chillen, dann würde ich mich immer für die U-Bahn-Station entscheiden, denn ich bin loyal zu Duisburg. Ja, da sieht man halt nicht sowas, sondern sowas. Yo, ich glaube, da hat jemand nicht sein Snickers bekommen, was er sich gerade für überteuerte 2 Euro gezogen hat. Was macht er da? Der hat persönliches Problem mit dem Snackautomaten. Der macht MMA-Kampf damit. Also ich glaube, der Typ da hat heftigste Aggressionsprobleme und kann sich gar nicht beherrschen. Aber auf der anderen Seite fühle ich das auch komplett. Stell dir vor, du bist so in der Nacht ultra hungrig unterwegs, hast nur noch diese 2 Euro in deiner Tasche und erblickst diesen Snackautomaten dort unten und denkst dir so gerade, Alter, mein Abend ist gerettet, ich kann mir jetzt was Geiles zum Snacken holen. Dann steckst du diese 2 Euro in den Automaten, drückst die Nummer von dem Snickers. Und dann? Ja, und dann gar nichts. Es passiert gar nichts. Das Snickers bleibt einfach hängen. Ja, ich bin ehrlich, ich würde genauso ausrasten. Ich würde wahrscheinlich den Snackautomaten noch versuchen zu kippen. Aber komm, scheiß doch einfach mal drauf. Lasst uns kurz vergessen, was für sinnlose Kacke wir uns bis jetzt hier angeschaut haben, okay? Kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Themen im Leben. Befassen wir uns mal mit den Dingen, die uns wirklich alle interessieren und die auch wichtig für unsere Welt sind. Wie baut man eine Trippelmilchschnitte? In Klammern TÜV geprüft. Wenn wir eine Trippelmilchschnitte erzeugen, dann ja, haben wir ja 2 Kakaodeckel übrig. Diese beiden Kakaodeckel könntest du doch hier anbauen. Warum zur Hölle? Damit, ja, weil die Stabilität dadurch erhöht ist. Schaue ich mir hier gerade wirklich einen Typen an, der eine Präsentation darüber gibt, wie man eine Trippelmilchschnitte am besten bauen kann? Hä? Wo bin ich falsch abgebogen in meinem Leben, dass ich hier gelandet bin? Und der hat sogar ein Tutorial an sein Whiteboard geschrieben. Ich frage mich gerade, ob der irgendwie so in einem Online-Unterricht ist und das gerade als Seminar gibt. Muss er ja. Da sind ja auch andere Leute in seinem Videoanruf. Da sind ja wirklich gerade andere Leute, die ihm so dabei zugucken und darüber philosophieren und sich denken, oh, ja, ich verstehe deine Gedanken, ja? Das macht Sinn. Das ergibt Sinn, mein Bruder.
Und das Tutorial an der Wand, das killt mich echt komplett. Dort haben wir also die zwei Milchschnitten. Dann entfernt man einfach den Kakaoteig, nimmt die Milchcreme, steckt die Milchcreme zusammen, packt den Kakaoteig oben und an die Seite dran und hat dann eine Triple Milchschnitte. Jetzt bei so einer Triple-Milchschnitte, also bei einer Milchschnitte mit drei Milchcremeschichten, entsteht eine extreme Instabilität und auch aus Gründen der Sicherheit muss man da irgendwas machen. Was labert der aus Gründen der Sicherheit? Bruder, der ist wirklich der Milchschnitten-TÜV. Ich kann das nicht glauben. Wir leben offiziell wirklich in einer Simulation. Das kann doch nicht echt sein, oder? Es gibt wirklich alles auf dieser Welt. Wenn ihr Träume habt und denkt, dass ihr die wahrscheinlich niemals erreichen werdet, weil es niemals passieren wird, weil es einfach so unwahrscheinlich ist, dann denkt einfach daran, dass es da draußen Leute gibt, die eine Online-Präsentation mit irgendwelchen anderen Leuten über Triple-Milchschnitten halten und dabei auf die Gefahren der Sicherheit durch die extreme Instabilität eingehen. Was passiert eigentlich nicht auf der Welt? Bartender tried to save my boy, but he don't wanna listen. Und für alle Analphabeten nochmal. Ach, und übrigens, auf meinem anderen Kanal, Verbrechen hautnah, wo es um Verbrechen geht und man ist hautnah dabei. Ja, da ist jetzt gerade auch ein neues Video online gekommen, wo Polizisten eine Frau gefunden haben, die wirklich im Frankfurt-Modus besessen war auf was weiß ich für Substanzen. Yo! Könnt ihr euch gerne reinziehen, das war geisteskrank. Direkt unten in der Beschreibung oder nach dem Video verlinkt. Kuss geht raus. Der Barkeeper hat versucht, meinen Freund zu retten, aber er hat nicht drauf gehört. Okay, das ist anscheinend der Barkeeper, der da sein Handy zeigt mit Google-Übersetzung. Was steht da? She is a man. Also, sie ist ein Mann. Hä? Was meint er damit? Oh. Oh, 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 oh. Jetzt verstehe ich das. Und das da ist wahrscheinlich sein Kollege, der das nicht checkt und der nicht drauf gehört hat, weil er wahrscheinlich ultra im Suff ist und gar nichts mehr checkt. Der sieht einfach verschwommen, wie nur irgendetwas so aussieht wie eine Frau und hat sich direkt verliebt. Der Klassiker, wenn man betrunken ist. Ey, yo! Ich glaube, der weiß es immer noch nicht, okay? Also nichts gegen sie oder ihn. Aber ich glaube, er weiß es immer noch nicht. Und ich glaube, er würde anders darüber denken, wenn er es wüsste. Bro, du bist verloren. Was geht da ab? Check doch mal die Zeichen. Aber komm, jedem sei sein Glück gegönnt, ne? Wenn er nicht gerettet werden will, dann rette ihn nicht. Alles klar? Er hat sich gerade für seinen Weg entschieden. Er will das gerade tun. Ich hoffe, er bereut es nicht später, wenn er irgendwann so mit ihr zu Hause ist und dann einfach irgendwann, wenn es so zur Sache geht, checkt. Yo! Das ist eigentlich ein Typ. Denkt ihr, er würde weitermachen? Naja, scheiß drauf. Anderes Thema, Bro. Anderes Thema, komm. Ich habe hier ein nettes Video von einer Familie gefunden, die gerade einfach schön etwas zu Abend essen wollte. Und dabei eine neue Kreation ausprobiert, okay? Man isst jetzt nicht mehr jeder von seinem eigenen Teller, sondern es wird ein großer Teller in die Mitte gepackt. Oder was auch immer das da darstellen soll. Ein Alufolie-Ring mit Folie drüber. Und da wird jetzt das Essen für alle reingepackt. Und dann mampfen alle gleichzeitig von einem großen Haufen. Wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Hunger, 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 wir haben... Oh. Und das? Was ist denn das? Der Vater macht direkt diese klassischen Dinge, die einfach Väter tun. Irgendetwas Neues passiert und Väter machen direkt so, was ist denn das? Das kann ich jetzt gar nicht verstehen. Was ist das denn, Mann? Was soll das denn? Die Mutter dachte sich jetzt, sie bringt so ein bisschen was Neues in die Familie. Ein bisschen neue Kreativität und macht jetzt was Cooles zum Abendessen. Sie bereitet ein Special Abendessen vor und die erste Reaktion, die sie bekommt, ist einfach das. Wir haben und das. Das ist so typisch für deutsche Haushälte, ne? Bei mir war das auch einfach immer das Gleiche. Mein Vater war auch immer genau so. Und wer hinter der Kamera hat eigentlich diesen Filter eingestellt? Oh mein Gott, dieser cringy, geschminkte Beauty-Filter geht einfach an und wird die ganze Zeit auf den Sohn da hinten getrackt. Das sieht aber nicht so lecker aus. Oh, Bruder, ich sag doch, deutsche Väter müssen einfach alles schlecht reden, was sie nicht kennen. Chill doch mal. Wie, das sieht nicht so lecker aus? Bruder, das sind ganz normale Spaghetti. Was sieht daran nicht so lecker aus? Aus? Machen die Türken das nicht auch so? Ey, das
Das wird immer mehr deutsch. Bruder, warum erfüllt er jedes Klischee von einem deutschen Vater innerhalb von 10 Sekunden? Und warum ist immer noch da hinten dieser Filter auf dem Jungen sein Gesicht? Ey, der tut mir am meisten leid, ne? Der wollte einfach nur entspannt sitzen. Der hat sich nichts dabei gedacht. Der dachte sich, komm, ich sitze da jetzt einfach mal. Meine Mutter will irgendeinen TikTok machen von einem neuen Lifehack, was sie gesehen hat. Und dann wird er so auseinandergenommen von der Person hinter der Kamera, die einfach auf diesen Beauty-Filter geklickt hat vom Aufnehmen. Ey, das ist so gottlos, ne? Nee, ich bin nicht da. Eieieiei. Was kommt jetzt? Du willst doch jetzt nicht die Soße darüber gießen. Dir brennt doch der Helm. Aber nicht alles. Oh, Scheiße. Oh Gott, der Sohn, ne? Was muss der sich danach gedacht haben, als das Video veröffentlicht wurde? So, seine Mutter hat das veröffentlicht und ein paar Stunden später sieht er das. Bruder, der wurde auseinandergenommen von seiner Familie, der Arme. Aber meine andere Frage, was ist das jetzt eigentlich für eine Kreation in der Mitte? Ich find's eigentlich echt süß, wenn man sich so Gedanken macht und irgendwas Neues ausprobiert, ne? Die Mutter hat sich dabei wirklich was gedacht und auch Mühe mit eingebracht, aber ja, was ist das? Das sieht halt leider echt nicht so nice aus. Es sieht einfach irgendwie random aus. Oder noch nicht? Das habe ich heute schon mal irgendwo gesehen. Ey, hallo! Warum muss denn der Vater immer weiter rein? Reicht doch! Bruder, warum ist der so maximal deutsch? Ich verstehe es nicht. Das habe ich heute schon mal irgendwo gesehen. Dann würde ich mal zum Arzt gehen. Echt? Noch mehr? Ich glaube, die Farbe ist da nicht gesund. Oh, der Sohn mit einem stabilen Konto, da würde ich mal zum Arzt gehen. Ich sag dir ehrlich, wäre krass gekommen, beziehungsweise würde krasser kommen, hätte er halt nicht diesen Filter drauf, ne? Dieser Filter f***t wirklich seine komplette Autorität. Ich kann gar nichts ernst nehmen von diesem Jungen. Gut. Lecker! Ja, lecker, ne? Also, ja, ich muss sagen, Idee 5 von 10, Umsetzung 3 von 10, deutschester Vater 7 von 10, und Beauty-Filter im Gesicht, 10 von 10. Self-Healing. Blockaden lösen. Original mein Onkel, nachdem er so auf TikTok irgendwas gelesen hat, dass das deine inneren Dämonen aus dir hinausbringen soll. Direkt das erste ausprobieren. Direkt das innere Chi damit kontrollieren. Der meint das auch komplett ernst, ne? Der ist komplett in seinem Film drin. Die Schale klingt lang, der Klang dringt ein, löst auf und befreit. I like this. Bong! Boah, ich glaube, das muss richtiger Fiebertraum sein, wenn du da drinnen bist und dieses Ding auf dir schwört. Ich glaube tatsächlich, guck mal, ich will nichts sagen, okay? Das sieht zwar wirklich goofy aus, was er da macht und dass er sich auch so dabei filmt und so innere Heilung, blabli, blub, das innere Chi beherrschen, das innere Mana kontrollieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass er sich wirklich nice anfühlt und vielleicht echt was bringt. Aber das muss ich erst noch selber ausprobieren. Und davor habe ich ein bisschen Angst, weil was, wenn ich es wirklich feiere und dann jeden Nachmittag um 15 Uhr für eine halbe Stunde hier auf meiner Couch sitze und das mach. Ich bin übrigens der, der die Klänge liebt. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt nichts anderes von dir erwartet, Bro. Ich sehe direkt, dass du dir diese Klänge, ja, regelmäßig reinpfeifst, wahrscheinlich im Stundentakt, weil es dich befreit. Der Bruder lebt wahrscheinlich in der kompletten Psychose, ne? Der hat schon so einen Tinnitus, der hat schon so eine Psychose davon bekommen. Egal, wo er hingeht, der hört so leicht immer im Hintergrund dieses Dong. Ja, meine lieben Damen und Herren, das soll es jetzt auch gewesen sein, ja? Wenn ihr auch einfach mal die innere Ruhe finden wollt, die Klänge in euch eindringen lassen wollt, die Dämonen befreien wollt und einfach das innere Chi genießen wollt, dann gebt jetzt einen Daumen nach oben da. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Peace out.